Dorf in Niederbayern, Rheinöd, kurz nach der Währungsreform, Ende der 40er Jahre, ein Dorf, das quasi aus dem Terror des Nationalsozialismus, aus der Shoah, nichts gelernt hat. Es werden nach wie vor Menschen zu AußenseiterInnen gemacht, gestempelt, um eine sadistische Lust zu befriedigen, um ein vermeintliches Opfer zu haben. Der Tratz mit Männern! So einer ist das! Und er ist der Sohn der Barbara, das weiß ich ganz bestimmt. Sie zieht von Dorf zu Dorf, weil ihr Sohn sich nicht anpasst und dann das Gerede beginnt auch, dass er homosexuell ist. Herrgott, ich bin doch nicht gern so! Warum bist du dann, wie du bist? Warum rennst du hinter mir her? Ich will's mit der Tonka versuchen. Weil so kann's doch nicht weitergehen. Abraham ist ein mutiger Junge. Dadurch, dass er in größeren Städten war, dadurch, dass er im Gefängnis war, hat er was anderes erlebt und hat er andere Erfahrungen gehabt. Also er hat sich selbst nicht gefunden in dieser Suche und deswegen ist er lebensmutig geworden und deswegen entscheidet er sich, zurück ins Dorf zu kehren, einfach auf der Suche nach Ruhe. Er ist nur so zu mir, weil ihr alle zuschaut. Sonst ist er ganz anders. Also er hat eigentlich keine Chance im Dorf. In dieser Dorfgemeinschaft hat die Metzgerin eine sehr angesehene Position. Und sie zieht ihre Energie daraus, dass sie andere Menschen vernadert. Der hat den Robo angelangt. Ich hab's gesehen und noch mehr habe ich gesehen. Es ist also doch wahr. Was hat er mit dir gemacht? Wie es im Stück ja auch ist, dass die AußenseiterInnen sich ja nicht solidarisieren, sondern immer jeder froh ist, dass er es gerade nicht ist oder sie es gerade nicht ist. Zu versuchen, die eigene Angst zu verstecken und lieber das Opfer im Gegenüber zu sehen. Genau. Du darfst nicht gehen, wegen dem Kind. Ich kann nicht so viel speiben, wenn ich nur daran denke. Von mir? Du bist ja eine Hure. Du machst es mit jedem. Verschwind! Und was wird jetzt aus mir? Es war uns wichtig, eine Übersetzung zu finden für Themen, für Inhalte, wie eine Art Metapher, also eher wie szenische Gedichte in den Körperbildern. Was mich nicht berührt oder verschreckt, verstört, ist eine Gesellschaft, die sich nicht weiterentwickelt, Traumata nicht überwunden werden. Und leider ist der Text zu aktuell. Das ist eine tägliche Arbeit, sich Menschlichkeit zu erarbeiten.